Hi. Hey du! Ich habe schon größere Gaugs erlebt. Da war ich ein Junge! Beweg dich! Kopfschießen war okay, oder? Hat er doch gesagt hier. Er verliert gar keine Energie eigentlich. Er verliert doch gar keine Energie. Na? Aber er kriegt doch gar keinen Schaden. Er nimmt wenig Schaden, oder? Zum Treffpunkt locken. Ach, jetzt darf ich, oder was? Wie, Schritt 3 schießt ihm in den Kopf. Habe ich die ganze Zeit schon gemacht? Das habe ich schon die ganze Zeit gemacht. Scheiße, Alter. Krass. Was ist Schritt 4? Er sollte tot sein. Du musst es halten. Ich befolge deine Befehle. Ja, das ist dein Problem. Du hast die Fähigkeit erlernt, auf einen betäubten Grog aufzusteigen. Nähere dich dem betäubten Grog und drücke RB, um aufzusteigen. Du kannst auch RB drücken, um einen betäubten Grog von oben zu besteigen, okay? Ja, geh doch hin, ich bin doch, hab doch... Ui, Scheiße. Wow, what the fuck, was ist das? Grog können Feinde in der Umgebung angreifen. X. Sie können außerdem Uruks greifen und essen, um Gesundheit zurückzuerhalten. Krass. Das erinnert mich an den Yeti wie bei WoW. Ist ja geil. Erstmal Uroks essen, komm her. Während du auf einem Grog reitest, benutze RT und B, um dein Reittier zu töten. RTB? Und ja, es ist schon ein bisschen ungewöhnlich, einen Grog zu reiten. Etwas Improvisation. Schadet nie, was? Oh, fand ich ganz interessant. Na gut, Jungchen. Das war's. Du hast Instinkt. Köpfchen. Respekt. Das Training ist vorbei.
Du hast Schneid. Und jetzt machen wir uns die Hände schmutzig. Ja. Wie, noch mehr die Hände schmutzig machen? Haben wir doch schon. Die Finsternis Mordors scheint diesem Zwerg nichts auszumachen. Die sieben Ringe der Macht haben die Zwergenkönige nicht zu Geistern verwandelt, wie es die neun Ringe mit den Menschen taten. Sie sind unbeugsam wie Stein und können nicht durch das Böse beherrscht werden. Deshalb schwor Sauron, sie zu vernichten. So wie es klingt, hast du einen 3-Tage-Bart. Bitte was? Das habe ich jetzt gesehen hier. Und Mini, alles klar? Achso, wieder weg anscheinend. Okay. Gut. Machen wir bei dem weiter direkt. Haben wir jetzt eigentlich die Fähigkeit? Der große weiße Grog. Also der will bestimmt mit mir irgendeinen bestimmten Grog fangen. Habe ich jetzt schon die Fähigkeit, dass ich hier, na, auf ihn aufsteigen kann? So, oder ehrlich ist noch mit dem Pfeil. Ne, ich habe das hier. Hier. Zu kommt, dann habe ich ja. Dann. RB, betäubten, schleiche dich von hinten. Okay, und das hier. Sitze sofort mit einem Schattenangriff. Das will ich. Sofort auf so einen Typen aufsetzen. Auf geht's. Kann ich ja, ich kann ja nicht bald eh alles skillen. Scheißegal dann, oder? Geil, jetzt habe ich den Skin, den ich eigentlich immer haben wollte. Nice. Und einfach so kriegt man den anscheinend. Das ist, glaube ich, so eine Nebenquest-Mission, gell? Das hat nichts mit der Hauptquest zu tun. Die muss man ja nicht unbedingt machen, glaube ich. Testen wir das gleich mal. Geht es? Mit A? Aber ich muss auch gar nicht das Ding nutzen. Gar nichts mehr. Krass, kein Quick, damit wäre nichts mehr. Nice. Und schön füttern das Viech. Und weiter mit dem Typen, oder? Ich bin gespannt, was der noch mit mir vorhat, der Typ. Thorfinn ist bereit, sich seiner Vergangenheit... Ach, das ist... Ui. Dieser komische Grog, der hat ja seinen letzten Kumpel getötet, wie ich mitbekommen habe. Thorfinn! Achtung, Jungchen! Geht auf die Erde! Ein tödlicher Jäger braucht ein tödliches Gut, dass ich es geskillt habe eben. Hätte ich mich ärgern müssen. Du kennst sicher den Weg? Das sind aber andere, gell? Was auf der Jagd auch passiert. Frage dich, was würde Thorwin tun? Nimm es dir am besten gleich als Lektion fürs Leben zu erlernen. Ach so, das war vorhin noch gar nicht der Große. Anscheinend nicht. Es war nur so ein Übungsviech. Das ist jetzt der seinen Kumpel gekillt hat. Genau das wirst du tun. Kämpfen. Ohne Finesse. Bei der Jagd geht es nicht ums bloße Kämpfen. Sie ist etwas viel Größeres. Aus deiner Perspektive, Zwerg, ist alles größer. Ja, dieser Grauch ist äußerst groß. Oh, Moment. Du verspottest mich. Grauchs sind eine der ältesten Spezies in Mordor. Und bei weitem tödlichster. Die letzte Begegnung mit dem Grauch ist lange her. Hoffen wir, dass die Zeit an ihm mehr Spuren hinterlassen hat als an mir. Mein früherer Partner und ich verfolgten einmal einen Grauch vom Berg Dolmet nach Nogrod. Wir erlegten ihn endlich und steckten 2 Tage unter seinem Bein fest. Genau. Das waren noch Zeit. 2 Tage unter dem Bein fest. Bei unserer letzten Begegnung folgte ich mit meinem Partner der Bestie in seine Höhle. Wie bist du entkommen? Glück! Der Grauch schlug mich bewusstlos. Als ich erwachte, hatte er meinen Partner erledigt. Allein gegen die Bestie zu kämpfen, war sein Todesurteil.
Ich jage diesen Grauk schon seit fast einem Jahrzehnt. Das sind viele Jahre Hingabe für eine Bestie. Hingabe? Oder ein Zeichen, dass du besser redest, als du jagst? Sehr witzig, Junge. Ich lache, wenn sich die Bestien lebendig auffressen. Der mächtige Grauk wird mein Vermächtnis. Zwerge werden ewig Geschichten von Jäger erzählen. Und deinen Namen lasse ich sie vielleicht auch erwähnen. Schauen wir mal. Und der lebt immer noch da, der Grauk? Wo er damals war. Ob wir jetzt auch zwei Tage unter seinem Bein leben müssen. Mein Cargo sind so ruhig. Ich glaube nicht, dass der Grauk zu Hause ist. Dann gehen wir rein und warten. Ein Hinterhalt. Wie militärisch. Gefällt mir. Ein Hinterhalt wie militärisch gefällt mir, Roffel. Genau, mit so einem kleinen Teil der Ander hier. Mal damit anrichten. Gexi, meinst du, es lohnt sich, statt auf Müller zu kaufen? Jupp. Kann ich, bei dem Spiel würde ich sagen, ja. Ich habe ja kaum Spiele empfohlen, weil ich immer was zu meckern hatte. Stimmt für seinen Freund. Sie ist noch genauso scharf, wie mein Vater sie schmiedete. Ich spiel's doch am PC, Alter. Steam, PC, seit Anfang an schon. Ganz recht. Lässt du mich durch? Steht ja auch im Titel drin. Los, Jungchen, worauf wartest du noch? Und diese Keys-Lasagne nur für Steam. Ich zocke eigentlich alles auf PC, wenn es PC-mäßig geht. Wenn es nicht. Hi. Der Nauk ist gefallen. Geschichte wieder. Wie besiege den legendären? Alter, willst du mich verarschen? Besiege den legendären. Ach egal, wir improvisieren. Wie soll ich denn. Ich muss ihn aus der Ferne angreifen. Lol. Dom, das ist ganz cool. Schieße dem angreifenden Grog in den Kopf, um ihn zu verwirren und weiche ihm dann aus. Halte LT gedrückt. Hier. Halte die Gule auf. Soll ich die Gule aufhalten?